Hallo und herzlich willkommen wieder bei mir in der Küche. Ja, heute wird gebacken, aber mal kein Kuchen, sondern eher als Teilchen, könnte man es wohl bezeichnen. Und ich liebe Puddingplätzchen, das muss ich sagen. Aber ein so ein Puddingplätzchen kostet auch mittlerweile irgendwie 1,60 oder so. Ja, natürlich, wenn ich jetzt nur für mich das machen würde, dann ist 1,60 natürlich nicht durch selber machen zu schlagen, einfach weil man hier natürlich eine viel größere Menge hat. Ne? Aber ja, es ist schönes Wetter. Ich treffe mich morgen mit meinen Eltern im Garten und ja, somit mache ich heute Puddingplätzchen selbst, wobei ich sie nicht heute mache, sondern in Kältegärung. Also das ist ein Rezept von Slava. Das ist auch schon, ach, wie viele Jahre habe ich das schon gesehen und immer gedacht, ach ja, das musst du mal machen. Und das ist auch schon tausendmal gemacht worden, ja, aber ich mache es jetzt halt mit Kältegärung. Denn in dem Rezept ist eigentlich überhaupt gar keine Garzeit oder Gärzeit angegeben. Aber ich möchte es halt vorbereiten, weil oh, ich möchte jetzt nicht morgen den ganzen Vormittag hier in der Küche stehen. Ja, und deswegen möchte ich jetzt den Teig vorbereiten und ich lasse den in Kältegärung gehen. Und der wird sowieso ja morgen total ausgerollt, so. Ich weiß, da geht die Luft auch wieder raus, die sich jetzt durch, also bei der Gärung halt ergeben hat. Aber das ist mir wurscht. Ja. Ja, und deswegen wandle ich das Rezept halt einfach ab. Und heute probiere ich auch das erste Mal den Pudding im Thermomix zu machen. Da haben mir jetzt so viele gesagt, ach, mach das doch mal. Ja, gut. Also ich probiere es und ja, sehen wir mal, was raus wird. Da kann ich aber auch sagen, A, nehme ich die doppelte Menge. Ja, weil ich schon den Pudding auch in den Puddingplätzchen großzügig verteilen möchte. Den Rest, den esse ich auch so einfach gerne. Und vor allen Dingen, damit ich die Haut habe, die ich nämlich dann für mich habe. Ja. So steht nämlich extra abdecken, damit sich keine Haut bildet. Aber ja, ich sag ja, ich bin ja bekennende Haut, also Puddinghautliebhaberin. Ja. Ich habe 160 Milliliter kalte Milch. Also das ist halt jetzt auch der Unterschied zu dem Normalrezept. Weil ich es ja sowieso in Kältegärung mache, brauche ich da natürlich keine lauwarme Milch nehmen. Ich habe mir mal wieder eine frische Hefe gekauft. Also die andere ist ja nicht aufgebraucht, aber oh, ich bin total geizig, was jetzt die Hefe angeht. Und denke immer, oh, wer weiß, was noch kommt. Und bewahre mir die lieber auch noch. Also, es muss einfach Hefe noch im Tiefkühler sein. Aber deswegen nehme ich heute mal hier frische. Ja, dann kommen 5 Esslöffel Zucker da rein. Ich messe mir das mal ab, wie viel das ist. Das sind 95 Gramm. Also, da muss ich aber auch sagen, ich habe die schon ziemlich gehäuft genommen. Also 95 Gramm Zucker. Und 1,5 Esslöffel Joghurt. Ich habe hier meinen guten. Direkt vom Bauern. Den liebe ich total. Also den Joghurt, nicht den Bauern. Dann ein Teelöffel neutrales Öl. Und ich nehme da jetzt wirklich nur so höchstens 10 Gramm der Hefe. Gucken wir mal. Ja, also das sind vielleicht 8 Gramm oder so. Er ist jetzt nicht umgesprungen, zeigt mir immer noch 5, aber ich würde sagen, es waren vielleicht 8 Gramm. Dann kommen hinzu 2 Eier, wovon nämlich von dem einen nur das Eiweiß genommen wird. Das trenne ich mir jetzt schon mal. Und das Eigelb, das tupper ich mir ein, nämlich für morgen früh dann, weil ich damit dann die Puddingteilchen noch ja, bepinseln will. Und deswegen, da kommt ein Deckel drauf und sofort in den Kühlschrank, dass da nichts passiert mit dem Ei. Also denn gerade bei so einem Wetter, da bin ich echt, was Eier angeht, halt ein bisschen vorsichtig nach einer Salmonellenvergiftung vor, ach ich weiß nicht, 25 Jahren oder so, die mir bis heute wirklich in Erinnerung geblieben ist. Ja, das mische ich mal eben ganz kurz auf 4 durch. Also 5 Sekunden habe ich das jetzt einfach mal kurz vermixt. Und es kommt 550er Mehl dazu und zwar 410 Gramm, also ungefähr. Also dieses Rezept hat auch immer so komische Angaben, muss ich sagen. Ja, aber ich nehme 410 Gramm. Und das wird jetzt für 5 Minuten auf der Teigknetstufe gut verknetet.
Also da muss ich wirklich sagen, das ist mir viel zu schmierig. Also an der Seitenwand ist da noch so viel Mehl. Und deswegen, also ich sage ja, in diesem Rezept, da steht 400 bis 450 Gramm. Deswegen werde ich jetzt auf alle Fälle nochmal 40 Gramm dazugeben. Also bei mir sind es dann wirklich 450 Gramm. Und das werde ich jetzt auch nur noch mal kurz, also eine Minute auf der Teigknetstufe. So, also das sieht mir um einiges besser aus. Also es ist immer noch ein schmieriger Teig, aber nicht so schlimm wie gerade. Also nee. 450, da bin ich mir sicher, dass das bei mir vonnöten war. Und das ist wieder so ein Teig, wo ich wirklich lieber den Topf auseinanderschraube, um das hier wirklich optimal auch rauszubekommen. Also so sieht der Teig jetzt aus. Der kommt natürlich abgedeckt jetzt in den Kühlschrank. Und morgen Vormittag werde ich den weiterverarbeiten. Sollte der jetzt nach dem Gehen immer noch so schmierig sein, also so würde ich ihn jetzt noch nicht verarbeiten, dann käme einfach nochmal ein bisschen Mehl dran und dann passt das. Also für mich Premiere. Ich koche jetzt den Pudding hier im Thermomix. Habe ich aus der Rezeptwelt das Rezept und probiere das jetzt aus. Also mit Schmetterling, der mir ja immer sympathischer wird. Ich habe ja bis neulich noch gesagt, ach, die nehme ich eigentlich nie. Ne? Ja, es kommt hinzu 80 Gramm Zucker. Also ich mache ja die doppelte Menge. Deswegen, also da steht nämlich unten im Kommentar von diesem Rezept dankenswerterweise auch die Zeit für die doppelte Zubereitung. Oh, und mir läuft schon wieder. Oh, eiskalt den Rücken runter, wenn ich oh, so mehliges anpacke. Oh. Also, und zusehen, dass es nicht auf dem Schmetterling landet. Und bei der Milch, da brauche ich natürlich jetzt gar nichts abmessen oder abwiegen. Kann ich hier wieder ausmachen. Da kommt genau 1 Liter rein. Und das wird jetzt für eine Minute auf Stufe 4 verrührt. Das hat sich nach der 1 Minute wirklich super, ja, also klumpenfrei aufgelöst, das Pulver. Und das wird jetzt für 10,5 Minuten bei 100 Grad und auf Stufe 3 wird der Pudding jetzt gekocht. Ja, ich packe mir das jetzt um. Hoffe, dass ich nicht enttäuscht werde, dass ich mich auf dieses Wagnis eingelassen habe. Und lasse das jetzt erstmal hier bei Zimmertemperatur kalt werden, weil sowas Heißes kann man ja nicht in den Kühlschrank packen. Und ja, sobald es abgekühlt ist, kommt es natürlich in den Kühlschrank. Und morgen geht es hier weiter, aber natürlich nicht ohne daran zu denken heute Abend, dass ich die Butter rausnehme, weil die soll zimmerwarm sein, damit mir auch dann verstreichen kann auf den Teigplatten. Also ich hoffe, ich werde mich daran erinnern. An gut, ansonsten würde ich jetzt einfach in der Mikrowelle ein bisschen erwärmen. Aber so wäre es doch einfacher. Also, morgen geht es hier weiter. Ja, ich weiß, ich habe das Rezept schon wieder total abgewandelt, aber für mich war das jetzt einfach so praktischer, wenn es dann klappt. Bis morgen. So, nun ist es soweit. Ein Tag später, oder besser gesagt, eine Nacht später. Und ja, der Teig ist gegangen. Aber das war jetzt gar nicht primär die Aufgabe des Teigs eigentlich. Denn im Originalrezept wird es ja ohne Gärung, also obwohl es ein Hefeteig ist, aber ohne Gärung eigentlich hergestellt. Naja, er sieht mir, also er ist jetzt nicht mehr so klebrig, also jetzt kann man ihn wirklich anfassen. Ja, also vielleicht macht es die Verarbeitung jetzt auch noch mal ein bisschen einfacher. Und ich mache mir jetzt erstmal hier ein bisschen Mehl auf die Arbeitsfläche. Ja, jetzt teilen wir das mal auf in 5 Portionen. Also, das ist die Hälfte. Ich bin da jetzt auch wirklich nicht hysterisch, dass ich mir das jetzt abmessen würde. Da kommt es bei dem Rezept wirklich nicht drauf an. Also, wenn ich jetzt irgendwie Brötchen backen wollte, da dann schon eher, weil das ja gleichmäßig gegart werden sollte. Aber hier wird das sowieso gleich vermengt. Also, da ist es jetzt nicht so wichtig. Man könnte es sich natürlich auch abmessen. Aber jetzt ist der Teig richtig. Also ich habe den nur einmal hier auf dem Boden ein bisschen ja, gedreht.
Und somit ist er von allen Seiten jetzt nochmal mit Teig bestäubt und das ist auch super. Ich will den Teig nicht unterarbeiten, es ist nur, dass er nicht kleben bleibt. Und jetzt sollen alle fünf, also jeweils die Teigstücke, in die Größe eines Frühstückstellers ausgerollt werden. Naja, gucken wir mal. Der ist natürlich sehr elastisch, der zieht sich immer wieder so ein bisschen zusammen. Und das meinte ich damit, ob der jetzt geht, ist eigentlich egal, weil er jetzt sowieso wieder ausgerollt wird. Also die Luft, die jetzt beim Gären da reinkam, die ist jetzt sowieso wieder rausgedrückt. Aber für mich war es jetzt einfacher, wegen der Kältegärung, dass ich heute Morgen jetzt nicht den Teig noch herstellen musste. Und ich habe dann ja auch mit dem Pudding, der ist schon fertig. Aber den Pudding habe ich jetzt halt auch wirklich noch im Kühlschrank. Und der kommt als letztes raus. Ja, aber wie gesagt, es hat sehr gut funktioniert. Da will ich gar nichts sagen. Und tatsächlich habe ich dran gedacht, die Butter gestern rauszunehmen. Da wird einfach dieser eine Teelöffel mit der Butter, also von der Butter, hier auf diesem Frühstücksteller großen Teigstück verstrichen. Ja, wenn man eigentlich so Plunderteilchen macht, dann ist das ja, dass man da die so ein ganzes Stück Butter da so einarbeitet, ein kaltes Stück, und da muss man das, ach, das wäre ja gar nichts für meine schwachen Handgelenke. Ja, also den zweiten Fladen lege ich direkt drauf und da wieder ein Teelöffel, ja, einen großzügigen Teelöffel wird da wieder drauf verstrichen und das so machen wir hier mit allen fünf. Wobei natürlich der obere dann keine Butter mehr drauf bekommt. Das wäre ja eine Sauerei, das gleich dann auszurollen. Das ist jetzt insgesamt der Fladen. Und ich werde mir jetzt die Fläche aber nochmal großzügig hier mit Mehl einstäuben. Denn das wird ja jetzt auseinander gerollt. Und ja, dafür kann es auf alle Fälle ein bisschen Mehl noch vertragen. Und ich roll mir das jetzt aus auf ungefähr die Größe 31 x 40 cm. Ja, ungefähr. Und sag so eine Größe. Ja, das ist aber das, was in dem Rezept wirklich angegeben ist. Nochmal schnell hier gecheckt. 31 passt. 40. Aber brauche ich noch so ein Stückchen. Und schneide das jetzt in 1,5, also ja, nur dass ich so einen Anhaltspunkt habe, wie viel sind 1,5. Also bei mir sind das jetzt 11 geworden, im Rezept steht 10 bis 14. Also da liege ich doch noch ganz gut im Rahmen. Also jeder einzelne Streifen wird jetzt gezwirbelt, also einfach ein bisschen hier so gedreht und dann zu einem... ja, zu einer Brezel gelegt. Also ich habe mir das Stück schwerer vorgestellt, aber ach, das klappt ja eigentlich ganz gut. Die werden natürlich noch aufgehen und deswegen sollten die auch nicht zu dicht beieinander liegen. Also ich denke mal, auf das erste Blech mache ich jetzt 6, ja, dann aufs andere 5. Hier nochmal in Nahaufnahme und zwar gegeneinander drehen die Teig Stränge hier zusammenführen, dass nochmal hier die Enden sich verdrehen und beieinander liegen. Ja, und dann jetzt sich das halt formen. Entweder wird es eine 8 oder eine Brezel, aber das ist bei mir egal. Also, so sehen sie jetzt aus. So, und jetzt habe ich meinen Pudding aus dem Kühlschrank geholt. Und da ist keine Haut mehr drauf, weil ich die gestern schon abgemacht habe. Also, nee, gut, jetzt muss ich sagen, im Kühlschrank ist der wirklich jetzt doch hart geworden. Ne? Ja, also den rühre ich nochmal durch. Und jetzt fülle ich mir halt hier die Öffnungen der Brezel mit Pudding.
Wenn der Pudding jetzt frisch gemacht worden wäre, dann wäre es einfacher gewesen, das hier in diese, also das damit zu füllen, weil dann wäre er so fließfähiger. Jetzt ist er ja so ein bisschen gubbelig, aber naja, gut, das geht schon. Und vor allem, wenn der gleich gebacken wird. Was für mich dann noch eine Herausforderung wäre, wobei ich aber glaube, das werde ich nicht schaffen. Ich weiß nicht, ob man das, wenn man nicht Bäcker ist oder Konditor, ob man das so machen kann, einfach Rosinenstriezel. Also, da kann ich sagen, das ist so lecker, Rosinenstriezel. Und das gibt es aber nicht überall. Deswegen, also ich habe ja längere Zeit in Berlin gelebt. Und kann sagen, dass ich in der gesamten Zeit keinen einzigen Rosinenstriezel gegessen habe, weil es sie nicht gab. Also, ich habe auch beim Bäcker gefragt und die sagt, nein, kennen wir nicht. Ja, und also Striezel ist so im Osten dann ja eher wie Stollen, also bei uns heißt Stollen. Wobei Stollen in Berlin wieder Stolle heißt. Also, ja, sehr kompliziert alles. So wie Berliner Ballen sind bei denen ja Pfannkuchen. Und Pfannkuchen sind Eierkuchen. Ja, wie soll denn da ein Ausländer, der hier nach Deutschland kommt, überhaupt irgendwas verstehen, wenn wir uns schon alle nicht einig sind, wie was heißt, ne? Ja, und als ich dann wieder hier in mein geliebtes Nordrhein-Westfalen zurückkam, ich glaube, ich habe die ersten Monate, also jede Woche Rosinenstriezel gegessen. Und gut, Puddingplätzchen gab es schon, auch in Berlin. Also ich habe ja hier noch mein Eigelb von gestern. Das habe ich natürlich abgedeckt. Da kam ein Deckel drauf und war im Kühlschrank. Und da kommt einfach nur ein Schluck Milch dran. Und ja, der Hefeteig wird jetzt damit eingepinselt. So sehen sie jetzt aus. Also ja, ich bin da zufrieden bisher. Frische Handtücher, auf dass ich wieder Wäsche habe. Ja, wird das jetzt abgedeckt, ungefähr eine halbe Stunde am besten, da wo es nicht zieht. Das ist bei mir jetzt vielleicht nicht mal so wichtig, wie wenn man das jetzt ohne Gärung halt machen würde. Ja, aber in einer halben Stunde geht es hier weiter. Die 25 Minuten sind rum. Die sind noch mal ein bisschen gegangen. Und ja, ich heize jetzt den Backofen vor auf 200 Grad Ober-Unterhitze und ich backe die aber nacheinander, weil also bei Ober-Unterhitze soll ja wirklich die Hitze von oben und unten gleichzeitig kommen und bei der Umluft, ja, da könnte man mehrere Bleche auf einmal reinpacken, aber ich backe die nacheinander. Und im Rezept steht 15 bis 20 Minuten, also ich stelle mir 17 Minuten ein und ja, guck da mal, wie die Bräunung so ist. Also bei mir haben 15 Minuten vollkommen gereicht. Die sind super aufgegangen nochmal. Und die sind jetzt wirklich auch ein bisschen angebräunt. Ich habe jetzt direkt das zweite Blech auch noch reingetan. Aber im heißen Zustand sollen die jetzt noch mit ein bisschen Aprikosenmarmelade. Also ihr könnt auch Zuckerguss nehmen. Aber in meiner Familie mag man das nicht so gerne. Deswegen. Da ich ja auf alles und jeden Rücksicht nehme, kein Zuckerguss, da werden die wirklich nur aprikotiert. Ne? Und zwar direkt noch im heißen Zustand. Ansonsten müsste man nämlich die Aprikosenmarmelade erwärmen und so drüber streichen. Aber jetzt geht das auch super so. Die dürfen jetzt erstmal auskühlen und also erstmal muss natürlich die zweite Ladung jetzt auch noch die Viertelstunde zubringen und dann ich lasse sie auskühlen. Und bevor es nämlich hier ans Probieren gibt, kann ich euch noch einen Ratschlag geben und zwar lasst es auf dem Blech, also auf dem Backpapier erkalten. Sonst ist ja eigentlich immer, dass man es runternimmt. Aber der Pudding ist jetzt natürlich wieder ein bisschen weich geworden. Und wenn man, ich hatte das probiert, auf ein Gitter drauf legt, dann plöppt unten der Pudding dann so blöd raus. Deswegen lasst es hier drauf erstmal wieder kalt werden. Und natürlich gibt es jetzt auch noch eine Geschmacksprobe. Ich habe schon zwei Stück zu meiner Nachbarin hochgegeben. Und ja, die Platte, die geht gleich mit raus in den Garten. Aber ja, schnell natürlich hier nochmal eine Geschmacksprobe. So, so lecker. Ja,
Eigenlob stinkt. Aber die sind noch lauwarm. Der Pudding auch. Also der wird jetzt natürlich gleich noch ein bisschen härter, dann auch der Pudding, wenn es dann wieder auskühlt. Aber der Teig ist so, so fluffig und perfekt. Ich kann es euch total empfehlen. Also wirklich ohne Übertreibung. Ich glaube, wenn ich die beim Bäcker holen würde, da würde ich sagen, oh, ich kaufe die nur noch bei dem sind die so lecker. Und das heißt ja schon was, ne? Also, und so ein Teilchen finde ich halt auch mal gut, dass man das so auf der Hand essen kann, gerade wenn wir jetzt gleich im Garten sind. Und dann hier mit dem, dass hier der Pudding so rübergelaufen ist. Also ohne Übertreibung. Ich würde es nicht sagen, wenn es nicht so wäre. Super, super toll. Auch mit allen Abänderungen, die ich gemacht habe, die es mir so vereinfacht haben, dass ich heute jetzt gar nicht so einen Stress hatte. Und ich habe immer gedacht, ach, das wäre, wer weiß, wie schwierig da die Brezeln und so. Überhaupt nicht. Total einfach. Und natürlich auch ohne Thermomix gemacht. Ne? Ich verlinke euch unten das Rezept von der Slava, die das erstellt hat eigentlich. Werde aber dabei schreiben, wie ich es gemacht habe. Aber in dem Rezept von der Slava ist es auch ohne Thermomix auch angegeben. Also für alle, die keinen Thermomix haben. Also, totale Empfehlung von mir. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!